derartig vielen Funktionen hat natürlich auch derartig und auch große Probleme, wenn es nicht mehr, verursacht große Probleme, wenn es nicht mehr funktioniert. Und die arzneimittelinduzierte Hepatotoxizität ist tatsächlich ein großes Problem, weil es mit die häufigste Nebenwirkung ist, die zur Zurücknahme von Medikamenten vom Markt führt oder zum Einstellen von der Entwicklung von Medikamenten. Neben der akuten Schädigung, die auch tödlich verlaufen kann, wenn nicht sofort ein Organ zur Verfügung steht, gibt es auch chronische Schädigung. Ein paar Beispiele haben wir hier. Zum Beispiel die Leberzirrhose, ein bindegewebsartiger Umbau der Leber, die krankhafte Erweiterung von Venen in der Speiseröhre oder dem Magen, die auch zu lebensgefährlichen Blutungen führen können, oder aber die Entwicklung von Lebertumoren. Da die Hepatotoxizität so wichtig ist, haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Testsystem zu entwickeln in der menschlichen Zellen. Das können Zellen aus der menschlichen Leber sein, die aus der menschlichen Leber isoliert wurden, oder aber Tumorzellen aus menschlichen Lebertumoren in der Kulturschale, um es sicher vorherzusagen. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie menschliche Leberzellen in der Kultur aussehen. Unser Ansatz ist es zunächst, diese Zellen in der Kulturschale mit einer Testsubstanz zu behandeln und dort die niedrigste Konzentration zu ermitteln, bei der wir einen negativen Effekt auf die Zellen beobachten können. Dann führen wir durch künstliche Intelligenz getrieben, maschinelles Lernen getriebene Analyse gewinnen wir Rückschlüsse auf eine Konzentration im Körper, bei der es kein erhöhtes Risiko für die Toxizität gibt, um dann mit in Silico, also am Computer reverser pharmakokinetischer Modellierung, die niedrigste orale Dosis zu ermitteln, die gefährlich wäre im Menschen. Hier haben wir ein paar Beispiele, wie dann die Ergebnisse und der Ablauf im Labor aussehen würden. Wir plattieren unsere Zellen aus. Die PAAs, das sind die primären tatsächlich aus normaler Leber isolierten humanen Zellen. HepG2 wäre ein Beispiel für ein hepatozelluläres Karzinom-Zelllinie des Menschen. Diese Zellen werden in Kultur gebracht und dann für eine gewisse Zeit mit der Substanz inkubiert und dann erfolgt der experimentelle Readout. Das heißt, wir prüfen zum Beispiel, wir schauen uns an, wie viel Prozent der Zellen noch lebendig sind oder analysieren die Genexpression. Wenn wir einen Zytotoxizitätstest durchführen, erhalten wir Grafiken, die ungefähr so aussehen. Auf der X-Achse haben wir die Konzentration der Substanz, mit der wir behandelt haben. Auf der Y-Achse haben wir die Vitalität, das heißt, wie viel Prozent der Zellen noch leben. Und wie Sie sehen, je mehr Substanz man dazu gibt, desto weniger Zellen leben. Das wäre ein Beispiel für die Genexpression anhand von 7 Genen, von denen bekannt ist, dass sie in einer Lebererkrankung hochgehen. Und wenn wir uns dieses Gen anschauen, wird von einem Genprodukt in den beiden höchsten Konzentrationen mehr gebildet als ohne Behandlung, was ein Zeichen, was wir als adversen Effekt betrachten würden. Ja, im ersten Schritt für die Testsystementwicklung ist es wichtig, ein sogenanntes Trainingssubstanzset zu haben. Dafür haben wir die folgenden Substanzen ausgewählt, hauptsächlich Pharmaka. Wir haben welche, die haben ein höheres Risiko, lebertoxisch zu sein, und welche, von denen eigentlich bekannt ist, unter annehmbarer Exposition haben sie kein erhöhtes Risiko. Und die beiden Spezialfälle, einmal das Schmerzmittel Paracetamol, von welchem bekannt ist, dass in einer therapeutischen Dosis es sicher ist, aber in der Überdosis häufig Leberschäden hervorruft, und Ethanol oder Trinkalkohol, von dem bekannt sein dürfte, dass der regelmäßige, insbesondere der regelmäßige exzessive Konsum schlecht für die Leber ist. Aber Ethanol ist auch in Hygieneprodukten oder Desinfektionsmitteln enthalten,
Und die transdermale Aufnahme in üblichen Konzentratdosen führt nicht zur Toxizität. Das heißt, diese beiden Substanzen können wir sowohl als positiv als auch als Negativkontrolle verwenden. Wir beziehen uns in unserer Arbeit auf menschliche Blutkonzentration. Und dazu muss man wissen, wenn wir ein Medikament schlucken, dass der Wirkstoff dieses Medikaments im Magen oder im Dünndarm absorbiert wird und fast alles Blut aus den Bauchorganen gerät, zunächst in die Pfortader und über die Pfortader in die Leber, bevor es ins Herz gelangt und nach dem Lungenkreislauf dann schließlich in den systemischen Kreislauf. Dadurch ist die Leber allerdings auch höheren Konzentrationen an Substanzen ausgesetzt als andere Organe. Um die Blutkonzentration zu ermitteln, bedienen wir uns einer Methode, die physiologisch basierte pharmakokinetische Modellierung. Und mit dieser Methode haben wir die Möglichkeit, die Blutkonzentration vorherzusehen. Wenn wir ein Medikament oral aufnehmen, erfolgt zunächst die Absorption und die Konzentration hier auf der Y-Achse steigt an und danach überwiegt der Abbau und sie nimmt ab. Hier haben wir auch ein Beispiel, was nach Mehrfachdosierung passiert. Diese Methode erlaubt uns die Modellierung einer Vielzahl unterschiedlicher Blutkonzentrationen und wir haben sie durchgeführt für alle Trainingssubstanzen für therapeutische oder übliche Expositionsszenarien. Jetzt gibt es aber natürlich nicht den Menschen, sondern wir alle unterscheiden uns. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, eine virtuelle Population zu simulieren und erhalten die Perzentile. Dabei bedeutet ein 5%-Perzentil, dass nur 5% der Bevölkerung eine Konzentration niedriger oder genauso groß wie diese Konzentration haben, während bei einem 95%-Perzentil nur 5% über dieser Konzentration liegen würden. Jetzt wissen wir, was wir an In-vitro-Werten, also aus der Kulturschale, und In-vivo-Werten, also für den Menschen haben. Im nächsten Schritt müssen wir daraus ein Testsystem entwickeln. Und um dieses Testsystem zu beurteilen und zu optimieren, haben wir zwei neue Indizes eingeführt. Die erste Maßzahl ist der Toxizitätsseparationsindex oder TSI. Der TSI ermöglicht uns zu messen, wie gut wir die toxischen von den nicht toxischen Substanzen unterscheiden können. Hier haben wir vier fiktive Beispiele, um diesen Index zu verstehen. Auf der X-Achse haben wir die Konzentration, die wir den Zellen zugesetzt haben. Auf der Y-Achse die Blutkonzentration. Grüne Punkte stehen in diesen Graphen für nicht toxische Substanzen, rote für toxische. Und die gestrichelte Linie hier ist eine ISO-Konzentrationslinie, das heißt, die In-vitro- und die In-vivo-Konzentration werden deckungsgleich. In diesen beiden Beispielen sehen wir, dass die roten und die grünen Punkte sehr schön voneinander getrennt sind. Dies wird auch reflektiert durch den hohen TSI. Ein TSI von 1 wäre ideal. Die zweite Messzahl erlaubt es uns festzustellen, wie gut wir für die toxischen, also roten Substanzen, in der Vorhersage der toxischen In-vivo-Konzentration wären. Unser Ziel ist es, dass alle roten Punkte auf dieser Linie oder in diesem Quadranten wären. In diesem Beispiel sehen wir, dass dies sehr gut gelungen ist, während in diesen beiden Beispielen es nicht so gut gelungen ist. Hinter dem TEI steckt auch Mathematik, die möchte ich aber aus Zeitgründen nicht näher erklären. Wie haben wir jetzt diese Indizes eingesetzt? Die erste Frage bei einem Zytotoxizitätsassay, die wir uns stellen müssen, ist, welche Konzentration müssen wir eigentlich betrachten? Wollen wir den EC10, also die Konzentration, bei der noch 90% der Zellen leben, die EC30, bei der noch 70% leben, oder vielleicht die EC50, bei der noch 50% der Zellen leben. Wir haben dies jetzt
unseren echten Daten für 8 verschiedene von diesen Konzentrationen von 90% lebenden Zellen bis 20% lebenden Zellen für Zellen von 3 verschiedenen Spendern durchexerziert und haben festgestellt, dass der EC10, also die Konzentration, bei der noch 90% der Zellen leben, die beste Trennung von toxischen und nicht toxischen Substanzen ermöglichte. Wie schon erwähnt, haben wir das Ganze in 3 Donoren gemacht. Dadurch erhalten wir immer einen Donor, genannt das Minimum, der besonders sensitiv ist. Ein Donor, der das Maximum, der besonders unsensitiv ist. Und der Median, der dazwischen ist. Welcher dieser Donoren ist am aussagekräftigsten? Das beantwortet uns wieder einen Blick auf die Indizes. Und wir stellen fest, es ist der Median, also weder besonders empfindlich noch besonders unempfindlich. Die nächste kritische Frage ist, wie lange müssen wir eigentlich die Zellen inkubieren? Reicht ein Tag, brauchen wir 2 Tage oder sogar 7 Tage? Auch das wurde wieder an einer Reihe von Beispielen durchexerziert und wir haben festgestellt, dass die optimale Separation nach 48-stündiger Inkubation erfolgt ist. Nachdem wir dies für unsere In-vitro-Parameter gemacht haben, war der nächste Schritt, es auch für die In-vivo-Parameter durchzuführen. Zum Beispiel war es für uns interessant zu wissen, ob wir die totale Blutkonzentration, also die gebundene und die freie oder nur die freie Blutkonzentration, von der man ausgehen kann, dass sie in Zellen diffundieren kann, zu betrachten. Und hier stellen wir fest, dass die totale Konzentration, dargestellt durch die rötlichen Symbole, eine bessere Trennung von toxisch und nicht toxisch erlaubt, als die freie, dargestellt durch blaue Symbole, was einigermaßen überraschend wirkt. Die nächste Frage ist, sollen wir denn die systemische Blutkonzentration, die man meistens misst, ermitteln oder wäre es sinnvoller, die Konzentration in der Portalvene, also die Konzentration, die die Leber erreicht, zu betrachten? Und auch hier stellen wir fest, dass die systemische Konzentration eine bessere Separierung erlaubt als die Konzentration in der Portalvene. Wenn wir uns das jetzt für alle unsere 28 Testsubstanzen und 30 Szenarien anschauen, erhalten wir folgenden Graphen. Auf der X-Achse die Konzentration, bei der wir einen adversen In-vitro-Effekt beobachtet haben. Auf der Y-Achse die therapeutische Blutkonzentration. Grün, nicht toxisch. Rot, toxisch. Und wir sehen, dass die Substanzen relativ gut voneinander getrennt sind und die roten Symbole auch sehr nah an der Isokortlinie sind und unsere beiden Indizes, die idealerweise bei 1 wären, auch ziemlich hoch sind. Jetzt brauchen wir für ein Testsystem aber eine objektive Maßzahl, die uns sagt, wie gut wir eigentlich sind. Deswegen haben wir eine Support-Vector-Machine-Klassifikator genutzt für eine Leave-One-Out-Classification. Das bedeutet, wir haben 29 von unseren Konzentrationsparametern genutzt, um die beste Gleichung zu ermitteln, um toxische und nicht toxische Substanzen voneinander zu trennen und haben das 30. Konzentrationspaar dann klassifizieren lassen in toxisch oder nicht toxisch. Und das Ganze mal 30. Und das sind die Ergebnisse. Grüne Balken stehen für tatsächlich nicht toxische Substanzen, rote für tatsächlich toxische Substanzen. Diese Substanzen wurden vom Classifier als nicht toxisch klassifiziert. Diese wurden als toxisch klassifiziert. Und wir sehen, alle toxischen Substanzen wurden korrekt klassifiziert, aber 2 nicht toxische wurden fälschlicherweise als toxisch klassifiziert, und zwar die Glucose und die therapeutische Paracetamol-Konzentration. Das hat uns eigentlich sehr positiv gestimmt und wir haben als erstes Anwendungsbeispiel den Aromastoff Polygon verwendet. Polygon ist eine natürlich in der Pfefferminze und ähnlichen Pflanzen vorkommende Substanz und wir wissen, dass die bei hohen Dosen im Leber toxisch im Nagel ist.
Da sie in Pfeffermünze vorkommen, kommt sie auch in Pfefferminzprodukten vor. Und wir waren interessiert daran, welche orale Dosis den Menschen noch akzeptabel. Deswegen haben wir unseren Zytotoxizitätsessay durchgeführt und haben dann einen Classifier gebaut, der auf allen 30 Trainingssubstanzen basiert haben unsere Konzentration berechnet. Die roten Punkte waren die toxischen Substanzen, die grünen, die nicht toxischen. Die ISO-Linie ist in diesem Fall blau und die schwarzen Linien stehen für unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten laut dem Classifier, dass ein Risiko für Hepatotoxizität besteht. Hier wären es 50%, hier 5, hier 0,5. In unserem In-vitro-Assay haben wir eine toxische Konzentration von 1,27 Millimolar ermittelt. Eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für Toxizität wäre laut dem Modell bei einer Blutkonzentration von 30,3 Mikromolar gegeben und eine 5-prozentige Chance bei, oder Risiko bei 1,57 Mikromolar. Eine reverse pharmakokinetische Modellierung hat uns daher zu einer akzeptablen oralen Dosis von 268 Mikrogramm pro Kilogramm pro Tag geführt. Dies haben wir mit zwei in Nagelstudien ermittelten Werten von der CEFS und HMPC verglichen und wir stellen fest, dass wir mit unserem Wert eigentlich sehr gut im Rahmen der konventionellen Studien gelegen haben. Nun möchte ich gerne die bisherigen Erkenntnisse zusammenfassen. Der Toxizitätsseparationsindex und der Toxizitätsestimationsindex ermöglichen die Beurteilung und Optimierung von Testsystemen. Das In-vitro-System ermöglicht für das 28-Substanz-Set eine gute Klassifikation in toxisch und nicht toxisch. Und der In-vitro-In-Silico-Ansatz führt für den Aromastoff Pelagon zu vergleichbaren, sicheren täglichen Dosen wie die Fütterungsstudien im Nagern. Ja, die Entwicklung muss natürlich noch weitergehen und wir sind gerade beschäftigt mit der Validierung der Klassifizierung von lebertoxisch oder nicht lebertoxisch mit Hilfe eines größeren Substanz-Sets. Mit dem Ziel, 200 plus Substanzen abzuarbeiten. Wir beschäftigen uns auch mit der Integration weiterer experimenteller Endpunkte, zum Beispiel, ob die Substanzen aus den Zellen transportiert werden können oder der genomweiten Genexpression, um eine größere Anzahl von Schädigungsmechanismen und lebertoxischen Substanzen korrekt zu erfassen und die Validierung der Bestimmung sicherer täglicher Dosen mit weiteren Prüfsubstanzen. Dies ist ein Ausblick, wie gut wir gerade sind. Für ein vorläufiges Substanzset mit 75 Substanzen und 77 Szenarien für den Classifier, in diesem Fall eine Kombination aus Tumorzellen und primären Humanzellen. Rot sind wieder toxische Substanzen, grün sind nicht toxische Substanzen. Vollständig ausgefüllte Balken wurden richtig klassifiziert, schraffierte leider falsch. Das heißt, diese toxischen Substanzen wurden als sicher eingestuft. Und diese nicht toxischen fälschlicherweise als toxisch. Wir haben auch ein paar Parameter, die uns zeigen, wie gut unser System ist. Einmal die Sensitivität, das ist die Prozentzahl der toxischen Substanzen, die korrekt als toxisch erkannt wurden. Die Spezifität, die Prozentsatz der Substanzen, die nicht toxischen Substanzen, die korrekt als nicht toxisch erkannt wurden, die korrekt Klassifikationsrate als die Prozentzahl der Substanzen, die insgesamt korrekt erkannt wurden, der positive prädiktive Wert, die Prozentzahl an toxisch klassifizierten Substanzen, die tatsächlich toxisch sind und der negative prädiktive Wert, der Prozentsatz an als nicht toxisch klassifizierte Substanzen, die tatsächlich nicht toxisch waren. Und damit möchte ich mich bei meinen Kollegen im Institut und meinen Kooperationspartnern bedanken und bei unseren Förderern und bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Albrecht, vielen herzlichen Dank. Ich springe hier mal kurz ein. Lieber Bernd Müller, klappt das wieder mit Ton? Können Sie mich zumindest vielleicht hören? Das sieht nicht so aus. Ich vermute aber, dass die anderen mich hören. Mhm. Ja. Annika nickt, okay. Ja.
Ich würde jetzt an der Stelle Herrn Müller noch kurz Zeit geben, vielleicht dieses Tonproblem zu überbrücken. Also, liebe Frau Albrecht, vielen herzlichen Dank für Ihren spannenden und sehr detaillierten Vortrag. Es gibt im Chat keine konkreten Verständnisfragen, deswegen würde ich jetzt überleiten zu unserem zweiten Vortrag und wir kommen danach nochmal auf Ihren Vortrag zurück mit konkreten Fragen. Dann würde ich jetzt tatsächlich das Wort übergeben wollen an Dr. Joachim Wies. Er ist Geschäftsführer von Zellasys, der Zellasys GmbH. Er wird hier heute seine Arbeit vorstellen, unter anderem seinen Einsatz gegen den berüchtigten Drese-Augenreizungstest. Und wir lassen uns überraschen, was er sonst noch heute mit dem Köfferchen hat, was er uns hier heute vorstellen kann. Dr. Wies, Sie dürfen die Stummschaltung aufheben und dann freue ich mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich versuche mal, mich hier auch einzurichten. So, nun sollten Sie meine Folien sehen können. Ja. Ja, super. Ja. Mhm. Also, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich die Arbeit der Zellasys hier vorstellen darf, mit was wir uns die letzten Jahre beschäftigen und beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen. Es wurde eingangs schon gesagt, wir haben eine Kooperation mit der Akademie für Tierschutz und sind dort auch im Zellkulturlabor tätig. Und bekommen deshalb oder haben auch gemeinsame Fragestellungen entwickelt, die wir dort angegangen sind, die ich auch hier mit präsentieren möchte. Zuerst mal ein paar Fakten zur Zellasys. Wir sind eine Ausgründung der Technischen Universität München. Wir wurden 2007 ausgegründet. Wir kommen aus der Elektrotechnik und sind quasi Quereinsteiger in die Biologie. Haben aber eben diesen Ingenieurhintergrund, der wohl auch nochmal eine neue Sichtweise auf die Fragestellung eröffnet. Wir sind dann entsprechend ausgestattet mit Elektronik und Elektrochemie und eben einem Zellkulturlabor. Und was wir sehr schnell gelernt haben, als wir aus der Universität rausgegangen sind, dass es unbedingt notwendig ist, Qualitätsmanagementsysteme einzuführen, die machen zwar viel Arbeit, erhöhen aber deutlich die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Und deshalb haben wir Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001, ISO 13485. Das benötigt man, um in Europa Medizinprodukte auf den Markt zu bringen und auch gute Laborpraxis. Das ist dann das Analogon für Zellkulturlabore. Wir sind Hersteller von medizinischen Instrumenten und Serviceanbieter im Bereich Mikrophysiometrie. Das werde ich gleich noch ausführlicher erklären. Und wir haben interdisziplinäres Know-how aufgebaut, grundlegende Ausbildung in der Elektrotechnik und dann natürlich weiter auch in Zellbiologie, Toxikologie, Assayentwicklung. Dann möchte ich die Mikrophysiometrie erklären und ein bisschen in Kontext stellen. Ich werde nicht alles vorlesen, ich werde nur den ersten Teil vorlesen, was Mikrophysiometrie ist. Die In-vitro-Messung der Funktion und Aktivität des lebenden oder lebender Materie und der involvierten physikalischen und chemischen Vorgänge im Mikrometermaßstab. Ähnliche Begriffe sind Organ-on-Chips oder mikrophysiologische Systeme. Die drei Begriffe können zum Teil synonym verwendet werden. Die sind aus meiner Sicht verschiedene Sichtweisen auf ähnliche Fragestellungen. Die Mikrophysiometrie beschäftigt sich eher mit dem Ingenieursansatz, wie man so solche Systeme bereitstellen kann. Organ und Chip hat die Sichtweise, okay, man möchte Organfunktionen auf dem Chip nachstellen. Und mikrophysiologische Systeme ist der Ansatz, dass man Vorgänge im Menschen nachstellen möchte. Wofür wird Mikrophysiometrie verwendet?
Der Ansatz ist immer, Vorhersagemodelle zu entwickeln, Vorhersagemodelle, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was ist der Effekt von einem neuen Wirkstoff, beispielsweise in der Medikamentenentwicklung? Rechts ist eine kleine Grafik, die die Neuzulassungen der Medikamente darstellt, wie lange das dauert und welche Kosten dabei entstehen. Das passiert dann eben auch erstmal mit Tierversuchen und dann auch in klinischen Studien mit Probanden. Dort gibt es eben die Möglichkeit, mit Mikrophysiometrie diese Zeiten und die Kosten zu reduzieren. Entschuldigung. Dr. Wies, darf ich ganz kurz dazwischen? Und zwar gibt es die Frage einer Teilnehmerin, ob sie gegebenenfalls in den Vollbildmodus wechseln könnten und nicht die Referentenansicht, sodass die Folien größer zu sehen sind. Aha. Das probiere ich gerne, das war mir nicht bewusst. Vielleicht, dass Sie einfach die Folien schauen nochmal beginnen und wir gucken zusammen. Ja, ich bin dran. Ja, perfekt. So muss es sein. Dankeschön, ich bin Ingenieur. Weiter geht's, vielen Dank. Danke für den Hinweis. Das war mir nicht bewusst, dass der falsche Bildschirm geteilt wurde. Ich war eben bei der Medikamentenentwicklung. Jetzt toxikologische Bewertung, ein Vorhersagemodell zu entwickeln, wie ob es toxische Effekte beispielsweise von neuen Chemikalien gibt. Und die Mikrophysiometrie wird aber auch eingesetzt in der Grundlagenforschung. Ich werde ganz am Schluss noch einen kleinen Ausblick bringen auf die personalisierte Medizin, was da denn möglich ist. Hier mal der Aufbau eines typischen mikrophysiometrischen Systems. Die Prinzipien sind eigentlich immer ähnlich. Es gibt immer ein zelluläres Modell. Das zelluläre Modell wird auf einen Biochip aufgebracht und der Biochip wird mit einer Ausleseeinheit ausgelesen und misst verschiedene Parameter dieses zellulären Modells. Zusätzlich gibt es natürlich eine Stromversorgung und das ganze System ist montiert mit einem Fluidiksystem und einer Klimaregulierung. Üblicherweise sind es 37 Grad, die dort eingestellt werden, also menschliche Körpertemperatur, um dieses zelluläre Modell am Leben zu erhalten. Und das Ganze wird dann von einem Computer gesteuert und entsprechend ausgelesen. So sieht unser System aus, so haben wir das realisiert. Wir haben hier 6 Messplätze, wo die Elektronik untergebracht ist. Dort kann man verschiedene Biochips einbringen, auf die dann das zelluläre Modell aufgebracht wird. Wir haben ein Fluidiksystem. Dort hinten ist eine Pumpe zu sehen. Hier sind verschiedene Quellgefäße, in denen die Konzentrationen, die untersucht werden, vorgehalten werden können und auch automatisch durchgeschaltet werden können. Das Ganze ist montiert in einem Wärmeschrank und wird von einem Computer gesteuert und entsprechend ausgelesen. Ein kleiner Rückblick. Das erste oder eins der ersten Mikrophysiometer war das sogenannte Zytosensor-Mikrophysiometer. Das wurde 1992 bereits veröffentlicht. Was die Leute damals gemacht haben, die haben auch eine Zelllinie L929-Zellen auf Biochips aufgebracht. Die hatten damals einen pH-Sensor realisiert und konnten so markerfrei dieses zelluläre Modell auslesen und entsprechend auch auslesen, wie toxische Substanzen auf dieses zelluläre Modell wirken. Unser Biochip sieht so aus. Wir haben dort nicht nur ein pH-Sensor für die extrazelluläre Ansäuerung. Das ist ein Parameter, der die Stoffwechselaktivität des zellulären Modells abbildet. Wir haben auch noch einen Sauerstoffsensor realisiert für die zelluläre Atmung.
und einen Impedanzsensor, der uns die Anhaftungseigenschaften der Zellen zurückmeldet, sowohl auf einer Oberfläche als auch an Nachbarzellen. Üblicherweise ist ein Organ fest zusammenhängend und wenn sich die Zellen anfangen aufzulösen, dann ist normalerweise was nicht in Ordnung. Der Biochip ist auf Glas gefertigt, sodass man ihn auch auf ein Mikroskop legen kann und mikroskopisch untersuchen kann. Und er kann mit 70%iger Alkohollösung sterilisiert werden, sodass man den auch reinigen kann. So. Hier sind verschiedene Modifikationen unseres Biochips gezeigt, weil wir verschiedene zelluläre Modelle dort aufbringen können. Wir können Suspensionszellen untersuchen, zum Beispiel für Gewässermonitoring. Wir können einen zweidimensionalen Zellrasen auf dem Chip aufwachsen lassen und die Zellen in 2D untersuchen. Wir haben eben jetzt auch ein komplexeres Modell entwickelt, wo wir Spheroide, also Mini-Organe, Mini-Organoide auf dem Chip aufbringen können und auslesen können. Und seit einiger Zeit haben wir Gewebeeinsätze, die wir auch aufbringen können. Das heißt, wir können kommerziell verfügbare, zum Beispiel Hautmodelle, die in kleinen Töpfen zur Verfügung gestellt werden, auf unseren Chip bringen und entsprechend auslesen. Hier ist vielleicht noch, wenn ich das aufgreifen darf, was die Frau Jenner am Anfang gesagt hat, Tierversuche ja oder nein. Die Antwort ist schwierig. Was ich hier wichtigerweise erwähnen möchte, wenn man so ein Alternativmodell entwickelt, ist immer wichtig zu sagen, wo sind die Grenzen des Modells. Wenn man sich hier das 2D-Modell anschaut, wir haben gezeigt, das werde ich auch nachher zeigen, dass ein zweidimensionaler Zellrasen von Fibroblasten ausreichend ist, um das Augenirritationspotenzial als Alternativmethode zum Trace-Test zu bestimmen. Dieses zelluläre Modell ist natürlich nicht aussagekräftig, um jetzt Lebertoxizität vorherzusagen. Und deshalb ist es wichtig für diese Diskussion bei diesen Alternativmethoden immer zu benennen, wo sind die Grenzen, was kann damit geleistet werden. Gut, nachdem ich unsere Technik jetzt einigermaßen vorgestellt habe, möchte ich gern auf diesen Trace-Test eingehen. Ganz kurz, Trace-Test wird eingesetzt, um Augenirritationspotenzial von Chemikalien zu bestimmen. Seit den 1944er Jahren, damals wurde der von einem Herrn Drace entwickelt und deshalb heißt das so. Der wird verwendet, um Augenirritation in drei Kategorien einzuteilen. Nicht klassifiziert, also ungefährlich, reversible Augenreizung und schwere Augenreizung. Und dafür existiert mittlerweile eine ganze Batterie an Alternativmethoden. Die sind hier rechts mal aufgelistet, was es so alles gibt, um an der Stelle zu arbeiten. Es gibt eine ganze Palette, allerdings für die Kategorien nicht klassifiziert und schwere Augenreizung. Was noch fehlt, ist die reversible Augenreizung. Ich komme jetzt wieder zum Zytosensor Mikrophysiometer. Der wurde bereits 2009 zugelassen, also validiert als Alternativmethode zum Trace-Test, auch nur für die beiden Kategorien nicht klassifiziert und schwere Augenreizung. Was allerdings hier noch eine zusätzliche Kuriosität ist, dass der Zytosensor nicht mehr hergestellt wird und nicht mehr verfügbar ist. Und dann haben wir gesagt, das wäre ja eine tolle Möglichkeit, dass wir das Ganze nachstellen mit unserer Technologie, dass unsere Technologie eingesetzt werden kann, um diesen Test zu ersetzen. Wir haben das dann auch 2015 veröffentlicht. Wie man sieht, hier linke Hand muss man ein relativ kompliziertes Fluidiksystem bereitstellen, um diesen Test nachzustellen. Das ist uns aber gelungen. Und wir haben eben auch Proof-of-Principle-Tests gemacht und konnten dort eben, wie man hier am Beispiel sieht, diese Zytosensor-Mikrophysiometer-Tests nachstellen. Allerdings hat die OECD, wir waren dann schon auf OECD-Ebene bezüglich Zulassung, die Entwicklung der Test-Guideline eingestellt, sodass wir
die offizielle Validierung von den zuständigen Behörden nicht weiter verfolgen konnten. Das hat die Zulassung ausgegrenzt. Allerdings wäre ohnehin noch eine Zulassung möglich gewesen für die beiden Kategorien, wo auch andere Alternativmethoden zur Verfügung stehen. Das bringt mich jetzt zu unserem CELASYS 8-Protokoll. Wir haben jetzt ein neues Assay entwickelt, wo man hier sieht unsere 6 Messsysteme. Die werden jetzt 24 Stunden lang folgendermaßen beaufschlagt. Also wir haben hier oben Kontrollen, die einfach durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Assay selber funktioniert. Und dann machen wir es so, dass wir unser zelluläres Modell erst mit einem Referenzmedium versorgen. Dann für 6 Stunden mit dem Testmedium und dann schalten wir wieder zurück auf ein Referenzmedium. Nochmal auf ein Testmedium und dann lösen wir die Zellen auf. Und damit gehen wir jetzt davon aus, dass man eben rankommt an diese reversiblen Effekte. Ich kann das mal zeigen, hier beispielhaft an einer Impedanzmessung, also die Anhaftung der Zellen. Man sieht hier am Anfang schön, die Zellen benötigen einige Zeit, bis sie sich in dem System zurechtfinden und haben dann eine brauchbare Anhaftung. Wenn die jetzt aber mit diesem Wirkstoff behandelt werden, lässt die Anhaftung nach. Und wenn wir wieder zurückschalten, können wir diesen Erholungseffekt mit unserem System auslesen. Genau, und damit kommen wir an die Erholungseffekte der zellulären Modelle ran. Und denken, dass es möglich ist, die fehlende Kategorie zu ersetzen und entsprechende Testreihen laufen im Zellkulturlabor. Das war jetzt sozusagen der erste Teil meiner Präsentation. Im mittleren Teil möchte ich was zum fetalen Kälberserum sagen. Kurz, The Elephant in the Room haben vielleicht schon einige bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, ging es auch in der letzten Vortragsreihe darum. Fetales Kälberserum ist Bestandteil der meisten Nährmedien, wird seit den 1950er Jahren eingesetzt, wird gerne ein bisschen im Hintergrund behalten, dass damit gearbeitet wird, weil die Probleme, die damit einhergehen, mehr und mehr bekannt werden. FBS, noch als Anmerkung, wird meines Wissens auch bei der Herstellung von Laborfleisch eingesetzt. Der Begriff Clean Meat ist in dem Zusammenhang dann nicht mehr wirklich zutreffend. Wie wird FBS gewonnen? Genau, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Durch Herzpunktationen von ungeborenen Föten bei der Schlachtung trächtiger Rinder. Solche Methoden sind nicht geeignet, um Alternativen zum Tierversuch zu entwickeln. Das ist das ethische Problem. Es gibt aber auch ein riesiges wissenschaftliches Problem. Die genaue Zusammensetzung von FBS ist nicht bekannt und variiert von Charge zu Charge. Das heißt, es ist sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus ethischer Sicht abzulehnen. Ein Stichwort hier, die biomedizinische Wissenschaft befindet sich in der Reproduzierbarkeitskrise. Das mag damit zusammenhängen, dass Substanzen eingesetzt werden, die nicht definiert sind und von Charge zu Charge variieren. Der Deutsche Tierschutzbund kümmert sich um diese Problematik. Zusammen mit uns haben wir ein chemisch definiertes Zellkulturmedium recherchiert. Dort gab es Arbeiten in den 60er Jahren, die auch veröffentlicht sind. Wir haben das dann auch mit dem CELASYS 8 Assay getestet, konnten dann eben relativ schnell sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und haben es dann auch in konventionellen Experimenten getestet und schließlich auch einen Zytotoxizitätstest nach ISO 10993-5 entwickelt. Das heißt, wir haben das dann auch veröffentlicht, dass wir an der Stelle ein bisschen was vorangetrieben haben, dass für solche Zytotoxizitätstests kein FBS mehr eingesetzt werden muss. Das Ganze wurde jetzt auch auf weitere Zellen erweitert und wir sind dran, da weitere Anwendungen zu realisieren. So zum Beispiel, ich gehe nur ganz kurz in den Film rein, weil die Zeit schon knapp wird. Wir haben Organoide,
chemisch definiert wachsen lassen und haben die mit Magnetpartikeln versehen. Und, das ist so ein ganz tolles Proof of Principle. Wir konnten selektiv Magnetpartikel in eins von diesen Organuellen einbauen. Das andere ist unbehandelt und damit ergeben sich neue therapeutische Optionen mit Magnetpartikeln in Spheroiden oder dreidimensionalen Zellkulturmodellen. Den Film gibt es auch auf YouTube, einfach Cellasys oder Joachim Wiest eingeben. Gut, ich eile weiter. Diese Systeme sind natürlich toll. Ich habe jetzt zwei Anwendungsszenarien gezeigt. Eine Sache, die wir ursprünglich an der TU München verfolgt haben, die aber für eine Firma wie Cellasys viel zu groß ist, ist die Entwicklung einer individuellen Chemotherapie. Da geht es in den Bereich personalisierte Medizin. Also den Test von Krebsmedikamenten an Tumorbiopsien von individuellen Patienten vor Therapiebeginn. Sowas ist möglich. Das haben wir auch bis zum Proof of Principle vorangetrieben. Man kann einem Krebspatienten die Biopsie entnehmen und kann dann vor Therapiebeginn gucken, welches wäre das optimale Medikament, oder man könnte auch unnötige Therapien vermeiden. Das wollte ich noch als Ausblick präsentieren und dann möchte ich auch meinen Vortrag zusammenfassen. Ich habe eine kurze Einführung in die Mikrophysiometrie, Organ und Chip und mikrophysiologische Systeme gegeben, den Stand der Technik zum DRACE-Test beschrieben, die fehlende Alternativmethode für diesen mittleren Bereich benannt und da einen Lösungsansatz gezeigt. Dann Strategien und Beispiele zur Entwicklung chemisch definierter Zellkulturmedien gezeigt und schließlich einen Ausblick in die individualisierte Chemotherapie bzw. personalisierte Medizin gegeben. Dann möchte ich an dieser Stelle mich herzlich beim Deutschen Tierschutzbund und bei der Technischen Universität München bedanken. Bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bei den Veranstaltern für die Möglichkeit, bei den Fördergeldgebern auf der rechten Seite und mit einem tollen Zitat von Martin Gardner enden. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Wiest. Erlauben Sie zwei kleine direkte Fragen, die jetzt aus dem Auditorium gekommen sind? Ja, gerne. Das eine, die Alternativen zum DRACE-Test, die brauchen ja, um irgendwann mal regulatorische Akzeptanz zu finden, tatsächlich eine sehr extensive Validierung. Ist das ein Förderungsproblem? Andersherum, gibt es in Ihrer Sicht genügend Mittel, um so ein Vorhaben wirklich einigermaßen schnell voranzutreiben? Und direkt daran anschließend, was ist Ihre Aussicht? Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis wir wirklich den DRACE-Test an Kaninchen abschaffen können? Passt gut zusammen, beantworte ich gerne aus meiner Erfahrung. Ich habe das erwähnt, dass es der Zytosensor Mikrophysiometer in die Zulassung geschafft hat. Es gibt eine europäische Behörde, die ist für die Validierung zuständig. Wir hatten damals gestartet und gesagt, wir machen eine MeToo-Validierung. Das heißt, wir validieren nur, dass wir das Ganze auch können. Da hätten wir die Aussicht, dass wir das in 3 Jahren hinbekommen hätten. Eine komplette Neuvalidierung, so wie sie jetzt notwendig ist, weil es für die reversible Augenschädigung nichts gibt, dauert 7 bis 10 Jahre. Wir haben damals, als wir die MeToo gemacht haben, versucht, Fördergelder zu bekommen, haben die nicht bekommen. Es gibt dort einen Topf. Wir haben das Geld nicht bekommen. Das mag aber auch daran liegen, dass wir was falsch gemacht haben. Ist die Frage damit, ja, ich glaube. Ja, gut, nein, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Eine Zeitperspektive, was glauben Sie? Es gibt ja doch noch eine ganze Reihe von potenziellen In-vitro-Methoden, die den DRACE-Test ersetzen könnten.
Wird es in absehbarer Zeit wirklich auch eine regulatorische Akzeptanz geben? Also wie gesagt, für dieses mittlere Bereich, da gibt es wenig, weil die klassischen Methoden immer mit Endpunkten arbeiten und deshalb keine Erholungseffekte aufzeigen können. Das heißt, man braucht hier wirklich einen neuen Ansatz und dann reden wir von 5 bis 10 Jahren. Okay. Man muss sagen, es ist dadurch, dass 2 Kategorien ersetzt werden konnten, sind die Tierversuchs-, also die Drace-Test-Zahlen um den, ich glaube, 90% runtergegangen. Das heißt, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Man kann das schaffen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das in 3 Jahren erledigt ist. Ich darf mich noch mal ganz herzlich bei den Veranstaltern, bei den Vortragenden bedanken und vor allen Dingen natürlich bei Ihnen allen für Ihr Interesse und dass Sie uns über diese Zeit und zum Teil bei anstrengenden Themen treu geblieben sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit dem gleichen Gefühl den restlichen Abend beginnen, wie ich. Mein Gefühl ist, dieses Thema tierversuchsfreie Methodik in den Biowissenschaften hat mächtig an Fahrt aufgenommen. Der Weg wird noch lang sein, bis es wirklich einen relevanten, auch zahlenablesbaren Ersatz für Tierversuche geben wird. Aber ich denke, der Weg ist nicht mehr so steil wie früher. Die Bewegung ist schneller und es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben, dieses Thema auch in der Öffentlichkeit immer wieder am Leben zu halten. Und ich hoffe, dass der Abend heute dazu ein bisschen beigetragen hat. Ich möchte für ein Schlusswort dann an Frau Jenner übergeben und darf mich nochmal mit vielen Dank von Ihnen verabschieden. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Ich möchte mich eigentlich auch im Namen der Veranstalter, und zwar des Tierschutzvereins für Berlin und des Deutschen Tierschutzbundes, herzlich bedanken. Und zwar erstmal bei den Mitwirkenden auf dem Online-Podium für die wirklich interessanten Beiträge, die sie geleistet haben. Dann bei unserer Pressestelle, die natürlich sehr viel dazu beigetragen hat für die gute Verbreitung dieser Veranstaltung. Und dann darf man wirklich nicht vergessen, bei allen im Hintergrund arbeitenden Helfern und Helferinnen, denen haben wir eigentlich zu verdanken, dass die Durchführung der Veranstaltung so gut geklappt hat. Ja, und nicht zuletzt natürlich auch bei Ihnen, liebe Teilnehmer, dass Sie dabei waren und zu einer wirklich guten, fand ich, Diskussion beigetragen haben. Also allen meinen herzlichen Dank. Und noch einen schönen Abend für Sie.